Hey Leute, Flitze, Flitze, Feuerzaun, ihr seid wieder bei mir. Hört mal zu. Ich habe euch doch heute Nacht ein Video gemacht mit dem Dezibelmessgeräten. So. Klar, denkt ihr euch, okay, dann machen wir das halt nicht mit so einem Messgerät, dann machen wir das mit unserem Handy. So. Okay. Da macht ihr das halt mit eurem Handy. Dann nehmt ihr halt die kleinsten Kleinstgeräusche auf. So. Und was ist jetzt, wenn euer Handy in eine Dimension umgeleitet ist, wo man nichts hört, außer die Geräusche, die ihr selbst verursacht und die simuliert von jemand anders? So kommt es mir vor. So, jetzt überlegt mal. Jetzt überlegt mal. Jetzt überlegt mal. Jetzt habt ihr euer Handy. Und wollt damit Töne analysieren. Wollt damit das Klangspektrum analysieren. So. Und dann gibt es welche, die wollen verhindern, dass ihr die Beweise sammelt. Was kann man mit einem Handy? Man kann es anzapfen, weil es WLAN hat, weil es Bluetooth hat, weil es NFC hat, weil es unten einen Stecker hat, wo man in die andere Dimension reinkommt. Gut, mein es nicht, das hat auch Magneten. Und mein NFC ist aus, mein Bluetooth ist aus, nur wenn ich es brauche. Würde ich ja jedem empfehlen. Aber es gibt trotzdem noch zig Möglichkeiten, die Handys anzuzapfen, weil sogar die Wärmeleittaste im Handy vor beim Prozessor ist, ja, ihr dürft mir das ruhig glauben, eine außerirdische Lebensform, die in die Zukunft und in andere Möglichkeiten kommuniziert und Daten überträgt. Das bedeutet, es gibt keinen Prozessor, der ohne Wärmeleitpaste läuft, funktioniert, aber macht keiner. So, warum? Weil das außerirdische Funktionstechnologie sind, wo man in die, Mann, hasse ich, dass ich nicht gescheit reden kann, weil das vielleicht Technologie sein könnte, die in andere Dimensionen übertragen würde, wenn man sie diesbezüglich nutzen sollte. Okay? Gehen wir mal davon aus, dass es so sein könnte. Okay? Ich will nicht sagen, dass es so ist. Aber verdammte Scheiße, warum, wenn ich alle Verbindungen gehabt, können die sich immer noch übertragen? Also überträge ich da irgendein Medium da drin und das ist die Wärmeleitpaste, also Punkt. Das ist ja wie meine Meinung, okay? So. Und jetzt wollen wir doch nochmal drüber nachdenken, welchen Vorteil ein autarkes Gerät, was nicht das Handy ist und nicht der Computer ist, welchen Vorteil das hat. Du kannst es dann anzapfen und irgendwo anders hin weiterleiten und das, was du da hörst, hat auch wirklich das zu sein, was du da hörst. So. Und das beste Beispiel, mein Drucker, ist ein Epson XP630. Der hat schon immer Mucken gemacht. Aber in letzter Zeit macht er solcher Mucken, dass wenn ich über Computer drucken will, geht das Blatt Papier durch und da, wo es anfangen würde zu drucken, kommt ein Fehler. Papierstau und fährt rückwärts. Und das ist ein reinprogrammierter Fehler, wo ich komplett übelsten Hals kriege. Weil der hat schon sämtliche Streifen in die Bilder gemacht, da die Bilder schon sonst viel zu viel Farbe, keine Ahnung, hat schon echt richtig Mucken gemacht, ne? Und ich habe die Schnauze voll, Alter, mit solchen Fehlern zu leben, ja? Ich werde darüber berichten. Und was mir zu blöd ist, werde ich anzeigen. Da soll sich die Justiz damit mal auseinandersetzen, was das wohl für Gründe haben kann. Ihr habt euch da komplett übertriebenst mit jemandem angelegt, der als so jemand wieder als Staatsanwalt gesehen wird und euch sagen kann, was, wo, wann, wie für Steuern gezahlt zu haben und so weiter und warum. Hä? Ich kann die Bundesregierung beraten und ich habe einfach die Schnauze voll, dass ihr mich die ganze Zeit ärgert. Weil dann werde ich niemals irgendwas, was euch betrifft, ja, euch, wo mich alle ärgern wollen. Ihr habt irgendwelche Interessen, die werde ich niemals staatlich vertreten. Ich werde eure Interessen immer komplett ignorieren, weil warum soll ich jemanden ernst nehmen oder in Betracht ziehen, der mir wehtut und Schaden zufügt. Mir und den anderen Menschen. Die sind für mich irrelevanter Faktor, versteht ihr? Und ich gucke nach Relevanz. So, und jetzt das Ding, warum ich sage, dass ein autarkes Gerät besser ist. Ich habe mein Logo, mein eigenes Logo entwickelt, ja? Das habe ich gescreenshootet und das habe ich ausgedruckt. Und ich habe zum Ausdrucken, weil ja mein Drucker nicht drucken wollte und immer Streifen und alles drauf gemacht hat und der jetzt immer zu Papierstau kommt und ich zeige euch mal, wie viel Blätter Papierstau ich schon da raus habe. Weil die sind ja dann so verkrüppelt, die kannst du dann nicht mehr nehmen. Hier. Nur mal, dass ihr mal seht, über was wir von uns für Dimensionen und was für einen Raum unterhalten. So. Und ich habe das aber an USB-Stick, habe den USB-Stick in den Drucker gesteckt, habe dem Drucker gesagt, druck das bitte als Foto und jetzt guckt mal, was das für Qualität hat. Es ist jetzt spiegelverkehrt, ne? Es ist jetzt spiegelverkehrt, aber mein CMS-Logo, ja übrigens, ne? Aber spiegelverkehrt Schrift lesen können ist auch gut. Christian Madden
Schön. Und das S als ES geschrieben. So. Und es kommt rüber wie Christmas, weißt du? So, Christmas. Also C oder CMS, weißt du? Weil eigentlich ja in Amerika XMS. Und das ist noch ein Hashtag. Und das ist mein Logo. Also ich würde es euch gerne richtig rumzeigen, aber dazu müsste ich die andere Kamera nutzen oder müsste die hier so machen, dass sie nicht mehr spiegelverkehrt ist. Und kann ich das? Ich weiß es nicht. Während ich Video aufzeichne, kann ich hier gar nichts. Kann ich hier gar nichts verändern, während ich Video aufzeichne?